In den letzten Aufgaben ist die Frage aufgekommen, wie kann man eigentlich eine Kommazahl rausfinden, die jetzt eine ganz gute Näherung für eine Wurzel ist. Ich zeige euch mal ein Verfahren, und zwar ist die Idee, dass man mit einem Rechteck startet und dieses Rechteck immer ein bisschen quadratischer macht und sich so an die gesuchte Kommazahl rantastet. Ich zeige das mal am Beispiel der Wurzel 32. Und ich hätte gerne eine Kommazahl, die so auf ein paar Stellen hinterm Komma genau funktioniert. Also mit sich selbst mal genommen ungefähr 32 ergibt. Ja, kurze Erinnerung, wie war das? Also, wenn ich zum Beispiel ein Quadrat hatte mit dem Flächeninhalt 25, dann ist die Sache relativ klar. Die Seitenlänge ist die Wurzel aus 25 und das ist natürlich 5, weil 5 mal 5 ja 25 ist. Klar. So, jetzt andere Flächeninhalt. Ich suche also ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 32. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie groß ist die Seitenlänge, also x. Ich weiß, es ist Wurzel 32, so haben wir die Wurzel erklärt. Aber was ist das als Kommazahl? Naja, ich könnte ja mal mit Zahlen anfangen, die ich kenne, aber dann muss ich mich von dem Quadrat verabschieden. Damit das aber überhaupt noch was zu tun hat mit der Aufgabe, lasse ich mal zumindest den Flächeninhalt gleich. Also, ich fange mal an mit einem Rechteck. So, und ich will ein Rechteck, das den Flächeninhalt 32 hat. Das ist jetzt offenbar kein Quadrat, ne? Also die Seitenlängen sind jetzt keine Wurzeln. Aber ich kann ja mal gucken, also 4, 8, 12, 16, 32, also 4 mal 8 ist ja offenbar 32. Ja, also dieses Rechteck mit der kurzen Seite 4 und der langen Seite 8, das hat den Flächeninhalt 32. Jetzt mache ich das ein bisschen quadratischer. Also es wird noch kein perfektes Quadrat, aber ein bisschen quadratischer. Wie mache ich das? Nun, ich nehme einfach mal eine neue kurze Seite. Und die 4 war ja offenbar irgendwie zu klein, die 8 war zu groß. Ich nehme mal den Mittelwert, ne? Also neue kurze Seite, 4 plus 8 durch 2. 4 plus 8 ist 12, durch 2 ist also 6. Ich nehme also jetzt ein neues Rechteck. Und das hat jetzt als neue kurze Seite die 6 und als neue lange Seite. Naja, also der Flächeninhalt ist ja 32. Also muss ich ja als neue lange Seite die Zahl nehmen, die mal 6 gerechnet 32 ergibt. Da könnte ich ja mal 32 Sechstel probieren. Naja, 6 mal 32 Sechstel, das ist ja offenbar 32, weil man die 6 kürzen kann. Ja? Okay, das ist jetzt noch kein Quadrat, ne? Weil 6 und 32 Sechstel sind nicht die gleiche Zahl. Aber es ist schon ein bisschen quadratischer geworden. Wenn ich das jetzt weitermachen will, dann kann ich das jetzt wieder ein bisschen quadratischer machen. Indem ich wieder den Mittelwert nehme der beiden Seiten. Ne? Also die kurze Seite 6 plus die längere Seite 32 Sechstel. Ich nehme die Summe und teile sie durch 2. Das ist der Mittelwert. Ich das in meinen Taschenrechner tippe, da kommt 5,66 und so weiter raus. Das könnte ich jetzt wieder als neue kurze Seite nehmen. Und vielleicht ahnt ihr schon, wie das weitergeht.
Die kurze Seite ist jetzt fünf Komma sechs sechs und so weiter. Die andere Seite, die nehme ich jetzt als 32 geteilt durch 5,66. Dann nehme ich schön alle Kommastellen im Taschenrechner mit und mache es jetzt wieder ein bisschen quadratischer durch den Mittelwert. Und das mache ich jetzt so weit, bis mein Rechteck zu einem Quadrat geworden ist. Zumindest relativ gut, sodass ich sagen kann, die beiden Seiten, die lange Seite und die kurze Seite, sind irgendwie fast gleich geworden, bis auf so ein paar Stellen hinterm Komma. Ja, wenn ich das jetzt machen will, das kann man natürlich einfach in den Taschenrechner tippen. Also, was bräuchte ich? Ich bräuchte eine kurze Seite. Ich bräuchte die längere Seite. Das ist 32 geteilt durch die kurze Seite. Und ich brauche den Mittelwert. Das habe ich jetzt hier zu nah dran geschrieben. Gucken, ob ich das hier wegkriege. Ja, so halbwegs. Der Mittelwert. Den bekomme ich als a plus 32 durch a, kurze Seite, geteilt durch 2. Und so mache ich mir jetzt eine Tabelle und fülle die mit dem Taschenrechner aus. Ich starte also mit der Seite 4. Dann habe ich hier 8 und hier 4 plus 8 geteilt durch 2 ist 6. Jetzt nehme ich diese neue Zahl als kurze Seite. Die ist also von hier rüber gewandert. Rechne wieder die neue Seite aus als 32 geteilt durch 6. Da kann ich ruhig jetzt also eine Kommazahl nehmen. Und dann rechne ich den Mittelwert aus. Das waren also die 5,66. Nee. Das stimmt nicht. Das waren die 32 Sechstel. Und das hier waren die 6 plus 32 Sechstel geteilt durch 2. Und das war die 5,66. Das nehme ich jetzt wieder als neue kurze Seite und mache das jetzt von vorne. Und diese Tabelle kann man jetzt immer weitermachen, einfach mit dem Taschenrechner. Und man wird feststellen, dass sich wahrscheinlich diese Kommazahl irgendwie stabilisiert. Also ihr ahnt, dass dieses Rechteck wird immer weniger rechteckig und immer quadratischer werden, bis man letztlich so ungefähr ein Quadrat hat, das fast die Fläche 32 hat. So haben wir es ja gebaut. So, und um mir die Sache ein bisschen leichter zu machen, benutze ich ein Programm, das heißt Tabellenkalkulation. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich habe hier eine Spalte, die Spalte A. Da trage ich immer meine kurze Seite ein. Sagen wir 4. Und jetzt kommt hier die lange Seite rein. Naja, die lange Seite ist der Flächeninhalt geteilt durch die kurze Seite. Und jetzt klicke ich einfach mal auf dieses Feld. Und jetzt seht ihr Folgendes. Dieses ist gleich an dieser Stelle. Das bedeutet, rechne aus, was in dieser Zelle steht. Die 32 ist der Flächeninhalt, also eigentlich die Zahl, aus der ich die Wurzel ziehen will. Und A3 ist jetzt, wie beim Schach, die Zelle, die die Koordinate A, Spalte A und Zeile 3 hat. So, ich drücke Return, kommt die 8 raus.
So, und hier rechne ich jetzt aus. Ich starte also wieder mit einem Ist-Gleich, damit es eine Rechnung wird. Ich mache den Mittelwert. Da muss ich eine Klammer nehmen. Und jetzt nehme ich die kurze Seite plus die lange Seite und teile die Summe, nachdem sie ausgerechnet ist, wegen Punkt vor Strich, deswegen die Klammern, geteilt durch 2. Okay. So, und jetzt kam dieser hellblaue Pfeil. Ich nehme also jetzt die neue kurze Seite wieder als kurze Seite. Und jetzt kann ich einfach ist gleich C3 schreiben, weil jetzt entsteht in dieser Zelle einfach ein Verweis auf die Zelle C3. Das ist meine neue kurze Seite. Die nehme ich jetzt als kurze Seite. Und jetzt mache ich das Gleiche. Und der Trick bei der Tabellenkalkulation ist jetzt, dass ich einfach, indem ich diese Kante hier runterziehe, die Rechnung immer wiederholen kann. Ich kann jetzt auch die ganze Zeile markieren. Und wenn ich hier auf dieses kleine Quadrat tippe und runterziehe, dann wird die gleiche Rechnung sinngemäß mit aktualisierten Bezügen auf die Zellen davor neu gemacht. Ja, und ihr seht also, die alte kurze Seite ist jetzt 6,66 Periode, ist jetzt tatsächlich eine lange Seite geworden. Ja. Die Seite B, die ist jetzt ein bisschen kürzer, 6,470 und so weiter. Und wir nehmen wieder einen Mittelwert. Und das mache ich jetzt nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und jetzt stellt ihr vielleicht schon fest, es passiert gar nichts mehr. Ja. Also auf viele Stellen hinterm Komma ist jetzt passiert ja gar nichts mehr. Ich teste das jetzt mal, was das ist. Ich rechne also aus, diese Zelle C10 mal sich selbst 32. Okay, ich habe also jetzt eine Kommazahl gefunden, 5,656854249492238, die echt schon eine ganz gute Näherung ist für die Wurzel aus 32. Ja, wenn euch diese Idee gut gefällt, eine Kommazahl für eine Wurzel auszurechnen, indem man ein Rechteck nimmt mit dem gewünschten Flächeninhalt und dann das Rechteck durch Mittelwert bilden immer quadratischer macht, dann macht das doch mal für eine andere Zahl. Zum Beispiel Wurzel 73 oder Wurzel 84. Ja, probiert es mal aus. Und kleine Spezialaufgabe. Untersuch doch mal, bei welchen Rechtecken man sehr viele Schritte braucht, bevor sich die Kommazahl nicht mehr verändert und bei welchen Rechtecken man sehr wenig Schritte braucht. Also wie hängt die Anzahl der Rechnungen, die ich brauche, von meinem Startwert ab, also von meinem Rechteck, das ich am Anfang ausgewählt habe.